hast. Solche Bauvorschriften gibt es heute natürlich auch noch. Heute sind sie 3-4 Aktenordner dick. Früher war das sehr viel komprimierter. Aber früher wurde auch noch nicht so im Detail gearbeitet, sondern da wurde beispielsweise gesagt, dass das Schiff in erstklassiger Schiffbaumanier gebaut werden muss, so wie es sich für eine Hamburger Reederei gebührt oder für eine Hamburger Reederei gebräuchlich ist, steht hier. Solche allgemeinen Sätze werden heute natürlich klar durchdekliniert. Ja, diese Bauvorschrift nachzudrucken ist natürlich eine ganz hervorragende Idee, weil es den an der Peking Interessierten oder der an der Peking Interessierten ermöglicht, wirklich von den ersten Geburtswehen des Schiffes an zu sehen, wie es gebaut werden sollte, für welche Zeit es gebaut werden sollte und wie detailgetreu dann doch insbesondere auch die Kammern und die Laderäume und die Takelage des Schiffes definiert wurde. Und wenn man dieses liest, dann kann man das Schiff wirklich in seinem ganzen Detail erfassen. Lieber Herr Schütz, wir danken Ihnen für den großen Vertrauensvorschuss, dass Sie uns die Originalbauvorschrift ausgeliehen haben, damit wir sie reproduzieren können. Und auch die Hilfe Ihrer Mitarbeiter im Hause hat natürlich immer geklappt. Wir haben die ursprüngliche, ohne jegliche Bilder und jegliche Kommentare versehene Bauvorschrift vorne und hinten ein bisschen angereichert. Vielen Dank. Und Sie haben ja Umgang mit anderen hochmöglichen Persönlichkeiten in der Hamburger Reederei und wenn Sie es ferngebracht haben, können Sie denen als kleines Geschenk aus diesem Paket das eine oder andere Exemplar zur Pflege und Beziehung nach mir geben. Das mache ich, Herr Kaiser. Vielen herzlichen Dank.